Herzlich willkommen zu dieser vierten Live-Session in unserem MOOC 2020. Heute mit der Christine Block. Das freut mich sehr, dass das geklappt hat. Von deiner Seite, du bist nämlich, das habe ich auf deiner Website gelesen, bin ich ganz beeindruckt, zertifizierte Informations- und Wissensmanagerin. Vielleicht kannst du ja nachher gleich noch kurz was dazu sagen, was das für eine Ausbildung war, die du da gemacht hast. Und dann fand ich auch sehr interessant, dass du in deinem Profil schreibst, dass du quasi in einer Festanstellung mit diesem Thema Wissensmanagement in Berührung gekommen bist und das so faszinierend fandest, dass du dich aus der Festanstellung heraus in das Abenteuer der Freiberuflichkeit begeben hast. Und du bist jetzt Beraterin, auch mit dem Schwerpunkt Wissensmanagement, mehr Wissen, besser teilen, so der Slogan oder der Name deiner Beratung. Und genau darum soll es ja heute auch gehen, ne? Teilen erwünscht. So etablieren sie eine Wissensteilungskultur im Unternehmen. Und damit gebe ich auch direkt schon an dich ab, Christine, damit du ein bisschen selber noch was über dich erzählen kannst und dann vor allem eben auch darüber erzählst, wie man eine Wissensteilungskultur etabliert. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, liebe Gabriele, vielen, vielen Dank für die netten Worte und die schöne Einleitung. Und nehme den Faden auch gerne gleich auf, wie ich zum Wissensmanagement eigentlich gekommen bin. Ja, ich hatte tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich damals in der Festanstellung noch war und ja, das Wissen wurde nicht geteilt. Also das ist genauso, so bin ich zum Wissensmanagement gekommen. Ich fand das immer sehr seltsam, dass ich habe damals noch im Marketing gearbeitet und viel mit dem Vertrieb kommuniziert, dachte ich, und viel Wissen auch geteilt und habe aber dann immer wieder gemerkt, dass, ja, das Wissen nicht geteilt wird, dass alte Sachen durch die Gegend schwirrten, an Unterlagen mit falschen Informationen an Kunden gegangen wurde. Und wusste damals auch gar nicht, dass sich das Wissensmanagement nennt. Also ich bin da einfach irgendwie so dahin gekommen und wusste das gar nicht und habe mich aber dann in meiner Freizeit damit beschäftigt und hatte damals eine ganz tolle Chefin, die dafür empfänglich war. Ich habe ihr das erzählt und habe sie gefragt, wie wir das irgendwie aufsetzen können und habe dann auch Zeit bekommen, ja, dieses Thema Wissenstransfer, Wissenskultur, Wissensteilung irgendwie im Unternehmen ja anzugreifen, zu etablieren, da irgendwas zu gestalten. Und ja, so bin ich tatsächlich zum Wissensmanagement gekommen und habe dann, damit das Ganze auch Fuß, ja, auf was fußt, weil das waren Themen, die ich mir selbst erarbeitet habe, die ich ja nach gutem Gewissen ins Unternehmen getragen habe und da eben dann auch diesen Wissensmanager, also Informations- und Wissensmanager-Zertifizierung gemacht habe, weil ich dachte, ich brauche das einfach für meine Sicherheit auch, um ja eine Sicherheit zu haben, sagen, dieses Wissen, was ich mir selbst angeeignet habe und durch diese Zertifizierung, damit kann ich jetzt auch losgehen und Menschen und Unternehmen beraten in dem Bereich. Also das ist das, was ich mache. Ich mache seit über 12 Jahren, ja, begleite ich Unternehmen bei dem Thema Wissensmanagement im Großen, aber ich bin immer darauf fokussiert, dieses Thema Wissenskultur, dieses Thema Wissensteilen, Wissenstransfer im Unternehmen, ja, Wissen fließen zu lassen. Das ist so meine Kernbotschaft, die ich immer wieder habe und die, wo mein Herz dran hängt und was mir einfach sehr viel Spaß macht. Und deswegen heute auch freue ich mich extrem, ja, zu dem Thema Wissensteilungskultur hier was sagen zu dürfen und teile eben mein Wissen sehr, sehr gerne. Und das tue ich heute mit Ihnen zusammen. Dann starten wir mal. Also wir befinden uns gerade in unglaublich spannenden Zeiten. Also nicht nur das Thema Corona fordert uns, sondern wir haben auch gerade so ein Shift von einer Produktionsgesellschaft, die wir momentan noch haben, hin zu einer Wissensgesellschaft. Das heißt, das Thema Wissen wird auch für Unternehmen immer wichtiger. Und die Frage ist, wie kann das Wissen im Unternehmen fließen und wie können wir vor allen Dingen sicherstellen, dass es im Unternehmen bleibt und nicht weggeht, dass wir es weiterentwickeln können. Und ich sehe Unternehmen immer so, dass sie zum einen ja diesen Nährstoff, diesen Rohstoffwissen ja schon in sich tragen, weil wir Menschen haben, die dort beschäftigt sind, die im Prinzip nichts anderes tun, als mit dem Wissen, was sie selbst einbringen und das Gemeinschaftswissen in Unternehmen ja weiterentwickeln. Das heißt, es ist eine Art Rohstoff, eine Art Treibstoff, das Unternehmen ja
am Leben hält zum einen, weil es fließen muss, um dieses Wissen weiterzutragen, um auch Neuentwicklungen, Innovationen voranzutreiben. All das erfordert eben das Wissen und die Kompetenzen der Mitarbeiter. Insofern ist es ein ganz wichtiger Rohstoff. Aber momentan gibt es Unternehmen, die diesen Rohstoff eigentlich nicht, ja, ich würde sagen, nicht richtig wertschätzen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sie wissen schon, dass es da ist, aber sie wissen nicht, wie sie damit umgehen, wie sie Menschen dazu inspirieren können, ihr Wissen tatsächlich auch zu teilen, sodass wir alle davon was haben im Unternehmen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass wir drei Phänomene in Unternehmen haben, die das so ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht ganz begünstigen. Das hat historische Wurzeln, aber auch organisatorische Wurzeln. Und die möchte ich, bevor wir in die positiven Eigenschaften des Wissensteilens einsteigen, gerne nochmal beleuchten, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist zu verstehen, warum wir manchmal solche Hürden im Unternehmen haben, warum Wissen eben nicht geteilt wird. Und das eine ist das Phänomen Wissensinseln. Wissensinseln gibt es in jedem Unternehmen. Es ist egal, in welcher Größe, in welcher Form. In manchen Unternehmen ist es sehr ausgeprägt, in manchen Unternehmen ist es weniger ausgeprägt. Aber wenn wir genau hinschauen, woher kommen die denn eigentlich, dann hat das was mit dem Thema Arbeitsteilung zu tun. Irgendwann haben Unternehmen sich in der Historie überlegt, wie können wir denn insgesamt effektiver arbeiten? Und haben sich überlegt, wie schaffen wir das, dass wir das, was jeder so tut, irgendwie organisiert bekommen? Und dazu gab es dann zum einen diese funktionalen Barrieren. Mit funktionalen Barrieren meine ich zum Beispiel Abteilungen. Also wir haben in Organisationen immer eine Marketingabteilung, einen Einkauf, Verkauf, alle möglichen Abteilungen, die eben diese Organisation für notwendig hält, um diese Arbeit tun zu können. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir dann hierarchische Barrieren. Das heißt, wir überlegen uns, also das Top-Management, mittleres Management und die ganzen Mitarbeiter, die drunter hängen, da sind auch irgendwo Barrieren miteinander. Das heißt, die Menschen reden nicht mehr miteinander, weil sie auch unterschiedliche Zielsetzungen haben. Und daraus entsteht eben diese Art unverbundene Wissensinseln. Das heißt, die Marketingabteilung, wenn Sie die beiden oberen Bilder einfach übereinander legen, dann sehen Sie diese Wissensinseln. Die Marketingabteilung hat ein bestimmtes Ziel, ja, also Kommunikation weiterzutreiben. Das kann aber sein, dass der Einkauf oder andere Abteilung dieses Ziel eben nicht mittragen kann. Und daraus entstehen Konflikte. Das heißt, dieses Wissen, was in diesen Abteilungen generiert wird oder eben auch ja, andere Zielsetzungen hat, wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz so offen geteilt. Im positiven Fall wird es geteilt. Aber es ist nicht eine Frage des Wollens. Ich glaube schon, dass diese Unternehmen auch Wissen teilen wollen, aber manchmal können sie einfach aus ihren Barrieren nicht raus oder aus ihren kleinen Gefängnissen, die sie sich so bauen. Das ist das eine, das sind die Wissensinseln. Und dann haben wir noch ein Phänomen, was viel deutlicher noch zeigt, wie schwierig es ist, tatsächlich manchmal Wissen zu teilen, nämlich das Thema Wissen ist Macht, denke. Verstehen Sie mich nicht falsch. Nicht jeder hat diese Denke, aber sie ist momentan in vielen Unternehmen, die ich auch begleite, bei dem einen oder anderen auch noch spürbar. Das heißt, gerade eine Generation, die schon ein bisschen älter ist, hat gelernt, dass sie sich, wenn sie Wissen teilen, entbehrlich machen. Also es gibt ja ganze Kündigungswellen, die solche Mitarbeiter betroffen haben. Und die haben gelernt, einfach dieses Wissen noch so ein bisschen vorzuhalten, um zu sagen, ja, aber dann braucht mich das Unternehmen noch und dann kann ich irgendwo auch noch was bewirken. Das sind gelernte Strukturen, das ist manchmal auch einfach ganz schwierig, diese aufzubrechen. Aber das sind Sachen, die haben wir in jedem Unternehmen mehr oder weniger ausgeprägt. Also das muss auch nicht ganz schlimm ausgeprägt sein, sondern es kann auch nur leicht ausgeprägt sein. Aber es hindert uns einfach an der einen oder anderen Stelle eben dieses Wissen zu teilen, weil wir natürlich auch immer so ein bisschen Angst haben, uns entbehrlich zu machen, vielleicht auch unser Gesicht zu verlieren, wenn wir mal sagen, wir haben da tatsächlich eine Wissenslücke. Also das spielt alles da irgendwo noch mit rein. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt schon eine Generation, die sagen, Wissen teilen ist eigentlich nicht, also Wissen teilen ist für uns eigentlich, für unsere Arbeit, die wir täglich tun und das, was wir erreichen wollen, essentiell. Und wir möchten Wissen gar nicht besitzen, sondern es ist eine Art Gemeingut, die wir jedem im Unternehmen zur Verfügung stellen und die wir
gemeinsam nutzen, um voranzukommen, das Unternehmen weiterzuentwickeln, um unser Team weiterzuentwickeln, um neue Produkte, Innovationen auf den Markt zu bringen, aber auch um uns selbst weiterzuentwickeln. Also das ist so eine ganz tiefe innere Haltung, die diese neue Generation jetzt mitbringt. Und jetzt haben wir auf der einen Seite diese etwas, ja, konservativere Denke, würde ich jetzt mal sagen, die noch immer auf dieser Macht beruht. Und auf der anderen Seite haben wir genau das Gegenteil. Und jetzt ist so das Fragen, wie lösen wir denn eigentlich diesen Konflikt? Und es ist ja so wahnsinnig viel da im Unternehmen. Und eigentlich ist es ja so, dass wenn wir Wissen teilen, immer mehr Wissen entsteht. Und zwar geht es ja darum, wenn ich jemandem was erkläre oder mein Wissen teile mit jemandem, der wirklich ein Interesse daran hat, dann kommen dem ja in der Erklärung, in dem Diskurs, in der Kommunikation ja selbst auch Ideen, wie es entweder an seinem Arbeitsgebiet integrieren könnte oder man entwickelt gemeinsam was. Und das ist das, was ich meine. Wenn wir Wissen teilen, bekommen wir so wahnsinnig viel zurück. Also wir bekommen neue Ideen, wir bekommen vielleicht neue Erkenntnisse, auch Einsichten oder Perspektiven, die sich dann eröffnen, die wir vorher gar nicht bekannt haben. Aber das ist eben wichtig, die bekomme ich nicht einfach so, sondern ich muss dafür was tun. Und das heißt eben, ich gebe mein Wissen in der Form, wie ich es einfach habe, wie ich es gelernt habe, wie ich es vielleicht auch anwende, weiter, um mehr zu bekommen, um einen ganz anderen Blickwinkel vielleicht auch zu bekommen oder auch um Hilfe zu bekommen. Ich sage, ich komme an der einen oder anderen Stelle in meiner Arbeit nicht weiter. Lasst uns doch mal gemeinsam drüber schauen, welche Inspirationen oder welche Ideen das Team oder eine Person dazu hat, um das dann eben weiterzuentwickeln. Also das spielt ja damit alles eine große Rolle und wird zukünftig einfach viel, viel wichtiger werden, für Unternehmen dieses Wissen im Unternehmen fließen zu lassen. Und was ich von Ihnen jetzt gerne oder mit Ihnen gerne machen möchte, ist, was meinen Sie denn, welche Einflussfaktoren können denn das Wissen im Unternehmen ja positiv beeinflussen? Gibt es da Erfahrungen von Ihrer Seite, die Sie schon gemacht haben, wo Sie sagen, boah, das hat unglaublich gut funktioniert, das eine oder andere war überraschend, vielleicht. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Haben Sie schon Erfahrungen gemacht? Welche Ideen haben Sie dazu? Gut, von Geraldine kommt gerade Vorleben, Leben, selber machen. Ja, ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt, da komme ich nachher auch nochmal drauf. Genau, also dieses Thema Leben, also vormachen, es selbst in die Hand nehmen. Also viele Unternehmen, die ich begleite und Mitarbeiter, sagen, ja, aber wie fange ich denn überhaupt an? Und das Größte und das Beste ist einfach, es selbst vorzuleben, auch wenn von den Kollegen oder dem Team manchmal erstmal nicht so viel zurückkommt. Aber in dem Moment, wo ich selber schon so eine innere Haltung habe und es vorlebe, kann ich Menschen auch überzeugen, nur durch meine Art und Weise, wie ich ganz anders und neu agiere. Dann Dirk hat geschrieben, Vorbild GF. Ich denke, da meinst du Geschäftsführung, ne? Ja, auch das ein ganz klassischer Fall. Klar, wenn die Geschäftsführung oder der Vorstand oder so solche Dinge eben auch unterstützt. Also ich hatte ein ganz tolles Projekt bei der SAP. Der war direkt unter dem Vorstand aufgehängt, die Führungskraft, mit der wir zusammengearbeitet haben. Und die haben das in den Zielen der Mitarbeiter mit reingeschrieben, dass es gewollt ist und dass es ganz wichtig ist, Wissenstransfer oder Wissen zu teilen im Unternehmen. Und er hat es auch selbst vorgelebt. Ja, auch das ist natürlich ein ganz großer Hebel. Dann schreibt Gesa gerade, sie hat kein Mikro leider, monetäre Anreize, vor allem in sehr macht- und geldgetriebenen Branchen, Klammer auf Anwaltskanzlei, Klammer zu. Das finde ich interessant, weil das mit den monetären Anreizen ist immer ein ganz schwieriges Thema. Wie sind da deine Erfahrungen, Christine? Ja, ich sehe das genauso. Es ist auch immer so ein bisschen schwieriges Thema. Also wir können ja grundsätzlich keinen Menschen dazu zwingen, Wissen zu teilen. Es ist immer eine freiwillige Geschichte, ja. Und ich weiß nicht, ob monetär tatsächlich immer so der wirkliche Hebel ist. Das kann für den Anfang vielleicht tatsächlich auch funktionieren. Das habe ich auch schon erlebt in Unternehmen, die eben gesagt haben, okay, wir werden das tatsächlich in der Form der monetären Wertschätzung zeigen und erstmal aufbauen, um dann diesen Shift zu bekommen, dass es tatsächlich so eine innere Einstellung, so ein Mindset gestalten kann, dass es dann damit funktioniert. Ja, also das kann funktionieren. Ich persönlich bin tatsächlich kein Freund dieser monetären Geschichte, weil ich glaube, Wissen zu teilen ist, ist,
ist was man aus Überzeugung macht. Bei dem einen oder anderen kann das Thema monetär natürlich nochmal diese Hürde, die man hat, vielleicht noch niedriger schwellig irgendwie ja, gestalten. Aber ich bin immer der Meinung, dass wir es, wenn wir es schaffen, Menschen dazu zu begeistern und die Erfahrung machen, dass es funktioniert und dass man da einfach selbst auch wachsen kann und mit dem Team wachsen kann, dass das die viel größere ja, Motivation ist als tatsächlich dieser monetäre Faktor. Bei meinem ersten Arbeitgeber, wo mir es so ähnlich ging wie dir, Christine, wo ich eben im Rahmen einer Anstellung zufällig zu dem Thema Wissensmanagement gekommen bin, da haben wir die sogenannte Schokoladenwährung eingeführt. Und zwar gab es in der Zentrale eine große Kiste mit diversen Süßigkeiten. Und wenn ein Kollege mir jetzt geholfen hat, weil er oder sie ihr Wissen mit mir geteilt hat, dann konnte ich nach vorne gehen und sagen, du, ich brauche mal ein bisschen Schokoladenwährung. Und dann konnte das halt irgendwie die Tafel Schokolade oder der kleine Schokoriegel sein, mit dem ich dann zu der Kollegin gehen konnte und sagen konnte, Mensch, das hat mir jetzt so geholfen, danke. Und ich glaube, das ist der Punkt, was du auch sagtest, das ist natürlich nichts, was auf Dauer trägt und niemand, der sein Wissen nicht teilen möchte, lässt sich mit einem Duplo überreden, es doch zu tun. Ja. Aber es war natürlich so ein kleiner Marketing-Effekt und es wurde plötzlich über dieses Thema geredet. Und natürlich haben sich die Leute gefreut, diese kleine in Schokolade verpackte Wertschätzung zu bekommen. Und das lief, naja, ich sag mal ein halbes Jahr. Und dann ist es auch wieder eingeschlafen, weil dann war so ein bisschen der Reiz des Neuen weg. Aber die Hauptbotschaft war angekommen. Also dieses Thema der Wertschätzung und ja, das Teilen auch Spaß macht. Weil war auch so ein bisschen eine spaßige Angelegenheit natürlich. Ja. Dirk hat geschrieben, Sicherheit und Vertrauen. Vielleicht kann ich da kurz noch was sagen. Mir ist aufgefallen, das funktioniert immer alles ganz gut noch mit dem Wissensteilen, wenn es dem Unternehmen gut geht oder wenn es sich so Mitarbeiter betrifft, die sagen, hey, wenn das schief läuft, ich bewerbe mich irgendwo, krieg sofort einen neuen Job. Solange das Unternehmen halt nicht in der Krise ist oder ich einen begehrten Arbeitsplatz habe, wo ich ja auch hier in meiner Region dann wieder was finde, dann ist die Hemmschwelle deutlich niedriger, als wenn diese Situation nicht gegeben ist und ich tatsächlich das Risiko habe, wenn ich mein Wissen teile, widerspreche ich diesem Wissen, es macht. Ja, also das sind auch meine Erfahrungen. Also beim einen oder anderen Unternehmen immer ein bisschen abgeschwächt oder eben anders, aber schon auch solche. Ja. Mir fällt auf, dass sehr oft bei diesem Wissenteilen-Thema das Problem beim Wissenden gesehen wird. Also der müsste sich irgendwie anpassen, der müsste sich bemühen, oder? Ich würde hier vielleicht auch mal den Fokus auf die andere Seite setzen. Also es ist ja dann doch ein Geben und Nehmen. Und sehr oft ist es halt so, dass die einen immer geben müssen und andere immer empfangen. Also ich denke, ich erlebe das zum Beispiel auch schon bei Schulklassen, die einen Klassenchat haben, wo geteilt wird. Die Pädagogen rühmen das, aber im Effektiv sind es dann immer die gleichen zwei, die Hausaufgaben machen und die anderen, die sie abschreiben. Also auch im Unternehmen sage ich, ja, man muss sich halt auch um den Wissenden bemühen, ja, und ihm auch Wertschätzung entgegenbringen. Also ich denke, da vermisse ich halt auch oft diese Seite. Ja, Herr Adler, das ist genau das. Also es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen und jeder bringt seinen Teil ein und manchmal ist das Gleichgewicht, wie Sie auch schon sagen, so ein bisschen immer auf diesen Gebenden fokussiert, aber wir haben ja auch die Wissensnachfrage oder die Wissen empfangen wollen und es ist kein Selbstläufer. Also es ist schon so, dass wir uns einfach auch bemühen müssen, wenn wir Wissen teilen wollen oder wenn wir Wissen nachfragen, dass wir Menschen eben auf die Leute zugehen müssen. Also das ist schon so und das wird uns auch nicht erspart bleiben. Und ich glaube auch, dass es uns zukünftig noch mehr damit beschäftigen wird, wie können wir mehr aufeinander zugehen, wie können wir Anonymität im Unternehmen, da komme ich auch gleich nochmal drauf, ein bisschen offener machen, wie können wir eine Teilungskultur entwickeln, was heißt Kultur überhaupt, dass wir mehr Gemeinschaft schaffen, so dass wir diese Zusammenarbeit einfach auch besser gestalten könnten und anders gestalten können, dass wir dieses Gleichgewicht hinbekommen und nicht so eine unterschiedliche Waagschalen haben. Das ist genau das, was Sie auch gesagt haben. Ja.
Geraldine bringt noch immer einen sehr pragmatischen Punkt. Ich brauche auch Formate oder Plattformen. Mhm. Also ob das jetzt technische Tools sind oder eben die Kaffeeküche, schreibt sie. Ja, genau das ist es. Und genau das ist das, was ich meinen Kunden auch immer sage. Es ist immer ein Mix. Also nicht jede Methode oder jedes Tool kann jeder gleich mit gut umgehen oder hat auch so seine Präferenzen. Und ganz wichtig ist es einfach, dass wir einen tollen Baukasten oder Werkzeugkasten den Menschen in der Organisation zur Verfügung stellen, aus denen sich die Menschen die richtigen Werkzeuge raussuchen, mit denen sie gut arbeiten können, die keine Hürde darstellen, die sie auch irgendeiner Form inspirieren, die leicht zu handeln sind, ob das jetzt digitale Tools sind, ob das wie die Kaffeeköche oder andere Methoden sind, die wir gemeinsam gestalten können. Wichtig ist, dass wir Menschen zusammenbringen, dass wir sie nicht weiter auseinander, dass wir nicht weiter auseinander driften wie bei diesen Wissensinseln, sondern wieder mehr zusammenkommen, mehr miteinander sprechen, aufmerksamer sind auf der einen oder anderen Weise und eben auch das, was vorhanden ist, eben auch wertschätzen. Also es ist ja unglaublich viel Wissen in Unternehmen vorhanden und keiner weiß es, wo es ist, wen er fragen kann, traut sich manchmal auch nicht, weil die Kultur eben nicht so ist, wo man offen auch mit so einer Wissenslücke mal umgeht. Das sind alles Punkte, die da eine Rolle spielen. Und ja, es ist ganz wichtig, dass wir einfach so einen individuellen Baukasten und Rahmenbedingungen schaffen, dass das funktionieren kann. Und da können natürlich sowohl digitale Tools, aber auch andere Methoden Menschen einfach unterstützen, das zu tun. Dann würde ich weitermachen. Also es war schon unheimlich viel dabei, worauf ich nachher auch nochmal zu sprechen komme. Also insofern freut mich das, dass Sie da genauso denken wie ich. Was ist Wissensarbeit eigentlich? Wissensarbeit ist hauptsächlich Kopfarbeit. Also das, was wir tagtäglich in einer Form machen, indem wir nachdenken und über uns mit Menschen unterhalten, Dinge Revue passieren lassen, reflektieren. Also das sind alles so Dinge, die wir entweder allein oder mit Menschen machen. Und es sind nicht die Routinearbeiten, die wir machen, sondern das sind die hochkomplexen Arbeiten, wo wir Fähigkeiten entwickelt haben, wo wir Könnerschaft entwickelt haben, die uns eben diese Wissensarbeit ja auch ermöglichen, an der wir wachsen können. Und dieses Wissen in Fluss zu bringen, braucht eine Art Kultur, die wir gemeinsam gestalten im Unternehmen, damit dieses Wissen eben auch von dem Kopf, dass wir sehr kopflastige Arbeit eben im Unternehmen hinein, ins Unternehmen hineintragen können. Das ist ganz wichtig. Gibt es keine Kultur, wird es einfach auch schwierig. Bevor ich jetzt nochmal ins Detail gehe, möchte ich einfach nochmal diesen Begriff Kultur auch mit Ihnen besprechen. Was bedeutet denn eigentlich Wissensteilungskultur? Wissensteilungskultur ist ja sowas wie so gelebte Werte. Ja, wir haben Normen, Einstellungen im Unternehmen, die über ja manchmal auch Jahrzehnte gewachsen sind. Das heißt, es ist so eine Art DNA einer Organisation, die ja Handlungsweisen, Vorgehensweisen, Erfahrungen, Gewohnheiten, vielleicht auch Praktiken widerspiegeln in der Zusammenarbeit. Und einfach auch so von den Menschen, die dort arbeiten, gar nicht so benannt werden können, weil sie es gar nicht beschreiben können. Sie tun es einfach. Also es ist sowas wie, ja, wenn ich bei Unternehmen bin und ich sage, ja, so machen wir hier das. Also das müssen Sie sich jetzt mal einfach so vorstellen, so machen wir hier das. Also da merkt man schon dieses, man kann es gar nicht benennen, aber es ist irgendwie da und irgendwie ist es so ein ja, gemeinschaftliches Commitment, wie das im Unternehmen so organisiert ist, wie man so die Zusammenarbeit ja charakterisiert, wie man so miteinander umgeht. Das ist das Thema Kultur. Und für Unternehmen wird es ganz wichtig sein, sich diesem Thema Kultur ein bisschen mehr zu befassen. Nämlich die Frage ist diese Kultur so stabil und so ausgelegt, dass es das Wissen zu teilen begünstigt und unterstützt, dass es die Rahmenbedingungen schafft, dass das funktionieren kann? Oder sind die Rahmenbedingungen momentan noch so gestaltet, dass sie noch nicht so eine offene Kommunikation zum Beispiel befürworten? Oder dass man an der einen oder anderen Stelle noch so diese Wissensinseln unterstützt? Wenn man das weiß, dann kann man auch an dieser Kultur arbeiten. Ich habe im Laufe der Jahre unglaublich viele Unternehmen ja begleitet und habe wahnsinnig viele Erfolgsfaktoren kennengelernt. Es gibt natürlich viel, viel mehr als diese 7, aber die möchte ich Ihnen auch gar nicht alle vorstellen, weil jedes Unternehmen ist natürlich auch anders. Aber die 7, die ich heute dabei habe, sind schon die, wo ich sage, da haben Sie die,
die beste Hebelwirkung, wenn Sie an denen drehen, wenn Sie da drauf schauen, haben Sie so die wichtigsten Stellschrauben, um diese Kultur eben auch leben zu lassen und vor allen Dingen gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern zu formen. Der eine Punkt ist zum Beispiel die innere Haltung, also das, was uns insgesamt, wir persönlich schon haben, mitbringen. Jeder von uns hat unglaublich viel Wissen und dieses Bewusstsein, dass dieses überhaupt vorhanden ist und dass dieses geteilt werden kann, bedeutet einfach, dass wir diesen offenen Umgang pflegen müssen. Aber das kann ich nur dann, wenn ich auch eine Wertschätzung erfahre. Das heißt, diese Rahmenbedingungen der Wertschätzung, dieses glaubwürdig machen, ja, wir wollen, dass ihr Wissen teilt, hat natürlich unheimliche Auswirkungen auf meine innere Haltung an sich. Ja, ich erlebe ganz häufig, dass Mitarbeiter sagen, ja, ich habe total viel Wissen, aber ich glaube, da ist gar keiner dran interessiert. Und das zeigt ja schon so dieses, ja, ich weiß, dass ich viel Wissen habe und ich habe einen Fundus, der wirklich wertvoll ist fürs Unternehmen, aber keiner ist interessiert. Das heißt, es ist momentan noch so eine Einbahnstraße, es ist nicht dieses Geben und Nehmen. Und wenn ich aber diese Haltung umswitchen kann, wenn das Unternehmen sagt, ja, es ist ganz wichtig, dass du dieses Wissen teilst und dass wir wollen, dass du das teilst und wir sind der Überzeugung, dass es sehr wohl Menschen gibt im Unternehmen, die das interessiert und die daran teilhaben möchten, dann bekommen wir schon so einen ganz anderen Shift und dann haben wir diese innere Haltung, die vielleicht auch einen überzeugt, der bisher noch so in dieser Struktur der Wissen ist Macht, denke, stecken geblieben ist, sage ich mal. Weil wir natürlich durch diese innere Haltung, je mehr Leute wir haben, die dieses Wissen im Unternehmen teilen und das eben auch vorleben, desto mehr kriegen wir auch diesen Shift von diesen Menschen oder kriegen so eine Art Sogwirkung, Wissen im Unternehmen auch tatsächlich mit anderen zu teilen. Der andere Punkt ist das Thema Freiwilligkeit. Ich habe es, glaube ich, zu Anfang schon gesagt. Wir können keinen Menschen zwingen, Wissen zu teilen. Wie erreiche ich aber so eine Wissensteilungskultur, so eine Freiwilligkeit, indem ich eben auch eine Art der Wertschätzung im Unternehmen und eine Bühne gebe, diese Freiwilligkeit auszuleben. Also dieses Vertrauensvolle, ein offener Umgang mit Wissen, dass wir so einen Spielraum schaffen, wo Menschen sich auch ausprobieren können, wo wir sagen, Mensch, Fehler zu machen oder mal Wissenslücken zuzugeben, das ist überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, sehen wir als positiv. Das sind alles Dinge, wo wir diese Freiwilligkeit unterstützen können, wo wir motivieren, inspirieren können, Mitarbeiter freiwillig ihr Wissen zu teilen und die Erfahrung machen zu können, dass wenn wir Wissen geteilt haben, tatsächlich mehr zurückbekommen. Also alles das, was wir uns so erhoffen in dem Miteinander an Menschen in Unternehmen, dass wir da auch gewertschätzt oder gesehen werden von anderen, dass wir gemeinsam Ziel erreichen, neues Produkt entwickeln können. Also es gibt eine unzählige Art und Weise, wie wir diese Freiwilligkeit im Unternehmen unterstützen können. Und das andere ist das Menschsein. Also ich mache in Unternehmen immer wieder die Erfahrung, dass Mitarbeiter mir sagen, ja, ich will ja Wissens teilen und ich finde es auch ganz wichtig und ich tue das auch im kleinen Rahmen. Aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, ich bin so ein kleines Rädchen in so einem großen Konzern und irgendwie, ob ich jetzt Wissen teile, ist eigentlich überhaupt nicht interessant. Da gibt es ganz andere, die können das viel besser und solche Aussagen höre ich manchmal. Und was mir da so fehlt, ist, Menschen begreifen sich mittlerweile immer so ein bisschen als das Rädchen in einem großen Konstrukt, das nur ein Mini-Teil dazu beiträgt. Aber wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen und wir lernen und arbeiten am allerbesten, wenn wir Wissen teilen und wenn wir es gemeinsam weiterentwickeln. Und mir fehlt so ein bisschen dieser Menschsein, diese Individualität, diese Talente, die jeder Mitarbeiter mitbringt, die eben im Unternehmen gefördert, auch gerne gefordert werden. Aber es braucht auch da so ein Gleichgewicht, um diese Wertschätzung auch wieder voranzutreiben und dieses Menschsein, dieses Miteinander, da müssen wir wieder mehr hinkommen. Also nicht nur das kleine Rädchen, sondern wir sind ein Team. Da funktioniert es übrigens sehr gut, wenn Sie Teams haben, die schon sehr offen miteinander umgehen, da kriegen wir diese menschliche Seite wieder mehr rein. Wird es größer, wird es schon wieder anonymer. Und ich plädiere einfach so,
sich von dieser Anonymität ein bisschen zu verabschieden, sich sichtbar zu machen und diese menschliche Komponente wieder reinzubringen. Denn wenn man den Spieß mal umdreht oder sich das alles nochmal betrachtet und einfach schaut, Unternehmen sind ohne uns Menschen nichts. Also das, was wir mitbringen an Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talenten, an Wissen, können wir nur gemeinsam weiterentwickeln. Und wenn wir Menschen in der Organisation das nicht tun, wird die Organisation auch in irgendeiner Form nicht weiter existieren können oder wird Schwierigkeiten haben, sich weiterentwickeln zu können. Und der nächste Punkt, auf den ich gerne aufmerksam machen möchte, ist das Thema Augenhöhe. Das Thema Augenhöhe ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt aus dem Grunde, dass wir momentan noch so in Organisationen, ja, alle noch in Organisationen arbeiten, die diesen Netzwerkcharakter noch nicht haben. Das heißt, es gibt immer noch Top-Down- oder Bottom-Up-Ansagen, die irgendwelche Dinge vorgeben. Menschen wollen aber miteinander arbeiten und das auf Augenhöhe, das heißt auf dem ebenbürtigen Terrain. Sie wollen weniger mehr bevormundet werden. Sie wollen ihren eigenen Handlungsspielraum entwickeln und ausgestalten können. Und dazu braucht es eben diese Augenhöhe. Es geht nicht darum, Menschen bevorzubunden, sondern Rahmenbedingungen fest zu schreiben oder zu entwickeln, wie sie gemeinsam einen Diskurs führen können, wie sie Diskussionen auf Augenhöhe führen können, wo es eben dieser Charakter des Geben und Nehmens mehr miteinander einfließt in die tägliche Arbeit und damit eben auch diese Wissensteilungskultur formen kann. Ein weiterer Faktor ist der Faktor Zeit, denn das ist ein Punkt, den man wirklich bei dem Thema Wissensteilungskultur nicht vernachlässigen darf und wo es tatsächlich am meisten hakt. Wir wollen alle, dass Wissen geteilt wird, aber wir stellen keine Zeit zur Verfügung in vielen Unternehmen. Also wenn ich zum Beispiel Wissenstransfers von Mitarbeitern, die in Rente gehen, begleite, dann sage ich meinen Kunden immer, das ist ein Prozess, der dauert, der braucht Aufmerksamkeit und sie müssen so ungefähr ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr, je nachdem, wie lang dieser Mitarbeiter im Unternehmen war und wie viel Wissen er eben auch hat, zur Verfügung stellen, um erstmal dieses Wissen zu identifizieren. Also wie mache ich das überhaupt? Wie können wir Wissen identifizieren? Was weiß ich alles und was ist relevant für andere, also Wissensempfänger oder das Team oder die nachkommen? Dann muss ich dieses Wissen in einer Form sortieren, zusammenstellen, vielleicht nochmal niederschreiben, aufschreiben, mich mit Menschen zusammensetzen, diskutieren. Das Wissen muss von den Wissensempfängern auch verinnerlicht werden, verarbeitet werden, an das Wissen, was schon besteht, angeknüpft werden. Das sind alles Themen, die Zeit brauchen. Also das ist nichts, was man sagt, das mache ich mal so nebenher. Nee, das ist es nicht. Das ist es de facto nicht, sondern ich brauche dafür Aufmerksamkeit, Konzentration und ich brauche Raum und Zeit, um das machen zu können. Das ist ganz wichtig. Und da hapert es tatsächlich bei den meisten Unternehmen. Der Wille ist da, aber die Zeit, in dem Fall die Rahmenbedingungen, wird nicht zur Verfügung gestellt. Also ich kann nicht Wissen einfach über den Zaun schmeißen in der Hoffnung, dass die Wissensempfänger es irgendwie auffangen und verarbeiten können. Nee, da braucht es einfach ein bisschen mehr. Da braucht es auch wieder diese Aufmerksamkeit. Es braucht die ernsthafte Auseinandersetzung mit diesem Wissen und das gemeinsame Arbeiten. Um das tun zu können, braucht es aber auch eine Form der Befähigung. Das heißt, keiner von uns hat gelernt, Wissen weiterzugeben, sodass es beim Empfänger auch ankommt. Da kommt dieser Beitrag von einem Teilnehmer von Ihnen gerade wieder so zum Tragen. Wir betrachten immer nur den Wissensgeber, also der Wissen weitergibt. Aber der Wissensempfänger wird meistens so ein bisschen vernachlässigt bei dem Thema Wissenstransfer oder Wissensweitergabe oder Wissensteilung. Denn Wissen ist erst dann weitergegeben und kann für den Wissensempfänger einen Schatz bedeuten und eine Weiterentwicklung können bedeuten, wenn er es verinnerlicht hat. Und das wiederum braucht Zeit und keiner von uns ist ein Lehrer oder hat didaktische Fähigkeiten mit der Muttermilch aufgesogen und hat gelernt, wie Wissen teilen denn tatsächlich funktioniert, dass es auch ein Lernprozess ist, dass wir neue Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen, um genau das ausprägen zu können. Und diese Befähigung, also Unternehmen müssen insgesamt mehr
Zeit und Geld auch investieren, die Mitarbeiter so auszubilden, dass ein Wissenstransfer auch funktionieren kann. Und zwar von beiden Seiten, sowohl von Wissensgeberseite als auch von Wissensempfängerseite. Und das ist was, was momentan in Unternehmen auch noch nicht so gesehen wird. Also wir brauchen einfach neue Fähigkeiten, Fertigkeiten, um diesen Shift auch und dieses Wissen im Unternehmen fließen zu können. Es braucht einfach auch neue Kompetenzen. Und dann komme ich schon zu meinem letzten Punkt, nämlich die Kommunikation. Wenn Sie sich alles andere nicht merken könnten, bitte merken Sie sich das Thema Kommunikation. Kommunikation ist eins der allerwichtigsten Themen. Wir müssen insgesamt wieder mehr miteinander sprechen. Ich erlebe das jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, wo viel über digitale Medien, was klasse ist, weil sonst würde noch viel mehr stillstehen. Aber Kommunikation bedeutet eben auch, dass wir uns wieder miteinander im Unternehmen treffen, also Raum schaffen, wo wir gemeinsam zusammenarbeiten können, wo wir andere teilhaben lassen an dem, was wir an Arbeit entwickelt haben, wie wir Dinge sehen. Und es bedeutet auch, dass wir mehr und immer wieder mehr miteinander sprechen, uns miteinander austauschen, auch im Diskurs, auch in der Diskussion, auch im kritischen Hinterfragen. Aber es geht darum, diese Kommunikationsräume wieder mehr aufzumachen und auch den Menschen zuzugestehen, dass sie sich in der Kaffeeküche mal nicht nur 5 Minuten, sondern vielleicht auch eine halbe Stunde unterhalten. Das ist was uns Menschen auch ausmacht. Das ist, wir sind eine der wenigen Lebewesen und wenn nicht das Lebewesen, die dieses Thema Kommunikation wirklich nutzen können. Und wir tun es manchmal leider nicht. Und insofern ist dieser Punkt für mich unglaublich wichtig, Ihnen den nochmal mitzugeben. Zum Schluss habe ich noch ein paar Praxistipps, die ich meinen Kunden immer wieder mitgebe, um sie so ins Tun zu bringen, diese Kultur auch ein bisschen selber schaffen zu können. Es ist wichtig, dass jeder Einzelne das tut. Es muss nicht immer der große Wurf sein. Es muss nicht immer das Großprojekt sein, sondern jeder von Ihnen kann da was zu beitragen. Wir haben es am Anfang schon gehört, Vorleben, genau das selbst, diese innere Einstellung zu haben, ich lebe das jetzt einfach so und ich mache das jetzt so, wie ich es für richtig halte und für wichtig halte. Nichtsdestotrotz gibt es so ein paar Tipps. Das eine ist zum Beispiel, fragen Sie Ihre Mitarbeiter, wie Sie zukünftig Wissensarbeit verstehen, wie Sie zukünftig gemeinsam arbeiten wollen und nehmen Sie das Feedback ernst. Ganz häufig erlebe ich das, dass es ganz viel Motivation gibt am Anfang, ja, eine Umfrage zu betreiben und die Leute wirklich zu fragen. Also das Interesse ist da. Aber dann kommen Themen auch raus, die nicht so schön sind und wo man echte Arbeit auch dahinter steht, diese Kultur zu formen. Und dann verschwinden die so im Zeitverlauf und werden nicht mehr ernst genommen. Aber die Leute warten drauf. Sie wurden gefragt. Und es gibt nichts Schlimmeres, als den Leuten keine Antwort zu geben, was daraus zu machen, sie ernst zu nehmen. Und bevor so große Umfragen stattfinden, bin ich immer ein Freund davon, es im kleinen Kreis zu machen. Nehmen Sie Ihr 3-4-köpfiges Team, fragen Sie die. Machen Sie es für sich intern erstmal. Leben Sie es vor, dann kommt der Rest von ganz alleine. Das ist meine Erfahrung. Auch dieses Thema, trauen Sie Mitarbeiter mehr zu, diese Freiheitsgrade. Ich bin ein unglaublicher Freund von Freiheitsgraden, Mitarbeitern mehr selbst zuzutrauen, ihnen mehr Selbstvertrauen zu schenken, mehr Handlungsspielraum. Auch das fördert eine Wissensteilungskultur. Was mich zum nächsten Punkt bringt, ich glaube, diese hierarchischen Organisationen funktionieren deswegen nicht mehr so gut, weil wir einfach anders arbeiten. Wir wollen uns insgesamt mehr vernetzen und auch diese Wissensteilungskultur funktioniert in einer Form der Vernetzung miteinander viel, viel besser. Das heißt auch über Grenzen hinweg. Das müssen nicht nur Grenzen hinweg in Abteilungen, im Unternehmen sein. Das kann auch, wenn es gerade Unternehmen gibt, die eben mehrere Standorte haben, dann ist dieses Wissen unglaublich wichtig, weil andere Kulturen, andere Arbeitsweisen, andere Normen, Werte in diesen Ländern bringen einen unheimlichen Wissensschatz mit, den man wunderbar ausschöpfen kann, um gemeinsam arbeiten zu können. Und dann gibt es nochmal dieses Thema proaktiv, das hatten wir schon mal, das Vorleben, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also Sie können wirklich im Kleinen es selbst gestalten
Und bitte nehmen Sie die älteren Mitarbeiter, ich nenne das kristalline Intelligenz, mit. Also wir haben momentan noch einen unglaublichen Wissensschatz in den Unternehmen, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren alle in Rente gehen werden und die darauf brennen, das ist meine Erfahrung, darauf brennen, endlich gehört zu werden und dieses Wissen an Sie weiterzugeben. Und nehmen Sie die an die Hand, schätzen Sie das, weil die haben einen wahnsinnigen Wissensschatz, den Sie, wenn es nicht vorher gehört und zugehört und gebraucht wird, leider mitnehmen in Rente. Und dann ist es auch weg. Dann ist es einfach weg. Und schauen Sie auf die, denn davon können Sie noch ganz viel lernen. Ja, insofern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Freue mich noch auf die anschließende Diskussion. Wissen ist eine konstante Aufgabe. Also es wird nicht weniger. Es bleibt Teil unserer Kultur. Es wird Teil unseres Lebens weiterhin bleiben. Es ist eine Frage unserer Haltung, uns erst jeden Tag. Und ich wünsche mir einfach, dass Organisationen mehr dieses Mindset des Teilens entwickeln, die Zeit und Geduld natürlich benötigt. Aber ich bin der festen Überzeugung, gerade wenn das funktioniert und kleine Pflänzchen gesät werden, dass es sich lohnt und dass es auch weiter wächst. Insofern vielen lieben Dank und ich freue mich auf die Fragen, die noch kommen. Ja, vielen Dank. Das war wirklich extrem interessant, obwohl ich mich ja selber schon seit Jahren mit der Thematik beschäftige. Und vielleicht nochmal so eine ganz kleine Kleinigkeit an der Stelle. Das sind wunderschöne Folien, die machen richtig Spaß anzugucken. Das ist vielleicht auch ein Thema, inwieweit sowas nochmal die Lust zum Wissen teilen unterstützt oder auch motiviert, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Ja, wenn ich jetzt Dankeschön. In den gucke, sehe ich hauptsächlich Dirk, der eine Riesensalbe an Fragen abgefeuert hat. Dirk, vielleicht pickst du dir mal die 3 für dich wichtigsten raus. Das erste ist, wie kann ich die innere Haltung beeinflussen und ändern? Und dabei ist häufig so, das ist auch bei deinen Fragen rausgekommen, welchen Nutzen bringt das denn für das Unternehmen? Welchen Nutzen bringt es für die anderen? Und was bei mir immer ein bisschen verloren geht, ist diese zentrale Frage, wieso ist das für dich wichtig? Also die wenigsten Mitarbeiter sind meiner Meinung nach längerfristig Altruisten. Mhm. Sondern das Entscheidende ist, glaube ich, für den Erfolg, die müssen Vorteil haben. Also die Frage, was bringt es dir? Wieso ist dieses Wissensteilen für dich wichtig? Wie kriegt man den Fokus darauf gerichtet oder diese Erfahrung vermittelt? Ja, das ist eine der schwierigsten Fragen, die du stellen kannst. Und das Ding ist einfach, wenn wir selbst unseres Wissens ja schon nicht bewusst sind. Also da fängt es ja schon an. Ja? Und selbst unser eigenes Wissen schon nicht wertschätzen, haben wir eigentlich gar keine Chance. Das heißt, ein Unternehmen muss diesen Wert des Wissens, was wir selber in uns haben, auch irgendwie in einer Form wertschätzen und es irgendwie sichtbar machen. Und die Frage ist, wie kriegen wir dieses Wissen sichtbar? Und da komme ich wieder auf dieses Thema Freiwilligkeit und innere Haltung zurück. Wenn wir selbst nicht glauben, dass das Wissen, was wir haben, für irgendjemand im Unternehmen wichtig ist, wird es schwierig. Und es geht eigentlich um das Selbstbewusstsein jedes einzelnen Mitarbeiters, das zu stärken und zu sagen, ja, das ist unglaublich wichtig und du hast einen unglaublichen Wissensschatz. Und eigentlich fängt dieser Schritt schon viel, viel früher an, nämlich schon in der Schule. Es zieht sich eigentlich schon durch unser gesamtes Leben hindurch. Wir kriegen in der Schule schon beigebracht, dass es eigentlich nicht wichtig ist, was du weißt. Ja? Also, oder nicht so, wie es sein sollte. Und das ist eine Art der Prägung, die mir jedes Mal aufstößt, wo ich immer denke, oh Leute, bitte nicht schon wieder. Jeder Mensch ist wichtig und jeder Mensch hat einen unglaublichen Wissensschatz. Und wichtig ist, was er daraus macht. Und das kann er im einen nur selber und natürlich, indem er es teilt, mit anderen. Ja, und eigentlich müssten wir noch viel, viel früher, also nicht im Unternehmen anfangen. Jetzt bin ich aber keine Lehrerin und ich bin halt auch kein Mensch, der in der Politik ist. Aber eigentlich müssten wir schon an der Schule arbeiten, um diese Motivation, um diese Wertschätzung erfahren zu können.
Dirk, du erlaubst, weil ja, es klar. auch zwei Fragen von Geraldine und Gesa. Geraldine, hast du ein Mikro? Magst du deine Frage selber stellen? Du hast ganz zu Beginn gesagt, halt auch dieses Menschsein und dieses auf unterschiedliche Persönlichkeiten naja, eingehen oder sie berücksichtigen. Aber das bedingt auch, dass Menschen einfach nicht mitteilungsbedürftig sind oder nicht weitergeben wollen, weil sie ja diese innere Haltung nicht haben. Ja? Mhm. Lasse ich sie da Mensch sein dann und lasse ich sie halt, also wie gehe ich damit um? Ja? Mhm. Weil ich möchte vielleicht dann doch von dem einen oder anderen, der nicht so redselig ist, auch wenn man ihm Fragen stellt diesbezüglich Informationen oder Wissen haben. Also eine Erfahrung, die ich immer gemacht habe und ich meinen Kunden immer mitgebe, ist, wenn das Gefühl trotz aller Offenheit und allen tollen Voraussetzungen, die wirklich positiv einwirken können, gibt es immer Menschen im Unternehmen, die sind so, das ist eine Typsache, denen muss man so ein bisschen das Wissen aus mit der Kneifzange aus der Nase ziehen. Das ist aber eine Typsache. Und die Frage ist immer, wie ist ja auch deine Frage, wie kriegt man die geknackt? Und knacken können wir sowieso keine Menschen, aber wir können sie, indem wir es vorleben oder eben auch zeigen. Und vielleicht einfach auch, und damit habe ich die allerbesten Erfahrungen gemacht, diesen Menschen tatsächlich in einem Vier-Augen-Gespräch mal zu fragen, woran es liegt. Weil meistens ist es was ganz anderes, was wir vermuten. Der hat gerade Probleme irgendwo privat oder ihn drückt der Schuh irgendwo anders, finanziell, was auch immer. Es ist nicht immer das, was wir offensichtlich hier schon vermuten, sondern einfach ins Gespräch gehen, in Dialog. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann ist es einfach so. Und dann will der sich ja vielleicht aus welchen Gründen, die er uns auch nicht sagen will, sein Wissen nicht teilen. Aber ich glaube, das ist nicht die Mehrheit. Und ich glaube, auch diese Menschen kann man nicht bekehren, aber man kann es durch das Vorleben der Gruppe in einer gewissen Weise irgendwann doch auch steuern. Also vielleicht gibt es Menschen einfach auch, die länger brauchen, um dieses Vertrauen zu schaffen. Vielleicht ist das einfach noch nicht da. Beantwortet das deine Frage, Geraldine? Ja, danke. Dann lese ich mal die Frage von Gesa vor, die ja leider kein Mikrofon hat. Wie beeinflusst die Digitalisierung die Motivation, Wissen zu teilen? Wird eher mehr geteilt, da es mehr, bessere Möglichkeiten gibt zu teilen, oder eher weniger, da das Wissen durch die Speicherung in das große digitale Nirvana geht? Das ist echt eine schwierige Frage. Das ist sowohl als auch. Also auf der einen Seite haben wir Techniken, die sind unglaublich, die uns natürlich die Menschen auch näher bringen. Also das, was wir heute tun, wenn ich das meinen Kunden vorgeschlagen habe, dann haben die immer gesagt, oh nee, Frau Block, bitte kommen Sie unbedingt zu uns, was ich unglaublich gerne mache. Aber manchmal für eine Stunde nach Hamburg zu fahren, ist einfach schwierig. Dann ist es einfach effizienter, diese Tools zu nutzen. Und für mich geht es um die Qualität des Wissens. Natürlich, also Wissen ist unglaublich inflationär auch. Also Wissen verändert sich ja stündlich, minütlich. Und eine Form des Wissens können wir dokumentieren und auch niederschreiben und können das über digitale Medien auch verteilen oder teilen. Aber irgendwann kommen wir als Menschen an eine Grenze, wo wir sagen, das kann ich nicht niederschreiben, das muss ich erklären, muss es zeigen, muss es vielleicht vormachen. Da spreche ich von diesem Erfahrungswissen, dass Sie immer dann abrufen, wenn Sie in der Situation sind und gar nicht wissen, dass Sie es wissen. Und das ist die Situation, wo dieser Wissensschatz erst zu tragen kommt. Und da sind diese digitalen Medien, manchmal kommen die an ihre Grenzen. Also wir können auch dieses Wissen über, so wie wir jetzt zum Beispiel, ich erzähle ja auch von meinen Erfahrungen, dass Sie daran teilhaben, geht das und manchmal sind die aber auch beschränkt. Und ich glaube, es geht im Unternehmen darum, diese Möglichkeiten zu geben, es sowohl auf der digitalen Schiene zu machen und diese Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, aber eben auch auf der anderen Seite diese Gelegenheiten zum Austausch zu bieten, wenn es notwendig ist und wenn es sinnvoll ist und wenn wir glauben, dass
diese Qualität der Wissensarbeit dadurch ein Gewinn bringt. Und es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist sowohl als auch. Also das sind zwei Wege, um dieses Wissen im Unternehmen besser verteilen zu können. Also sowohl Technik als auch die Präsenz oder den Austausch mit Menschen, mit Teams. Es braucht beides. Es braucht beides und es ist auch gut, dass wir beides haben. Super, Dankeschön, kommt gerade von der Gesa im Chat. Dann nochmal so ein kleiner Blick in die Runde, bevor Dirk nochmal die Gelegenheit bekommt, die berühmte letzte Frage zu stellen, weil die stellt immer Dirk. Gut, dann nehme ich aber meine typisch letzte Frage und nicht die, die ich schon mal so in den Chat reingeschrieben habe. Du machst das ja schon seit vielen Jahren, ne? Ja. Und man hat ja immer so Dinge, die hat man über Jahre verkündet und so für richtig gehalten und kommt dann irgendwann ins Überlegen. Also so gut war das nicht. Das würde ich vielleicht in Zukunft anders erklären, anders erläutern. Was waren so die Erfahrungen, die du in letzter Zeit gemacht hast, wo du gesagt hast, hey, da habe ich meine Meinung geändert. Das würde ich in Zukunft anders empfehlen. Oder dort ist mein Fokus hingewandert jetzt über die letzten, was weiß ich, 2-3 Jahre. Boah, das ist eine total schwere Frage. Ich bin jetzt wirklich herausgefordert zu überlegen, was mache ich anders oder wo habe ich eine 380-Grad- oder 180-Grad-Drehung gemacht? Und mir fällt irgendwie nichts ein, und ich überlege gerade, warum mir nichts einfällt. Und ich glaube, ich bin echt so jemand, der versucht, immer das, was ich, auch wenn ich Seminare zum Beispiel gebe und ganz stark im Austausch mit den Menschen bin und immer wieder frage, wie ist das bei Ihnen im Unternehmen? Wie kann ich Ihnen helfen, das anders zu gestalten? Dann stelle ich mich immer auf die Leute ein und ich habe immer den Fokus auf den Menschen und versuche immer das, was ich gesagt oder gemacht habe, immer gleich zu reflektieren und mich zu fragen, ist das jetzt gerade noch relevant? Würde ich es jetzt oder anders machen? Würde ich es anders erklären? Also das ist bei mir so drin, dieser, ich nenne das jetzt so Lernschleife, ja, also dieses, ist das noch relevant? Interessiert es die Leute? Können die damit was anfangen? Wie ist das zukünftig vielleicht auch? Also wie wird sich das hinentwickeln? Ist das, was ich jetzt erzähle, noch für später relevant? Können die damit noch was anfangen? Und das ist so immer in meiner Überlegung. Deswegen tue ich mich wirklich schwer und mir fällt einfach nichts ein. Vielleicht, wenn wir aufgelegt haben, das ist meistens so, dass dann irgendwann so unter der Dusche dann kommt, ach, da war noch was. Aber momentan muss ich passen. Gut, dann danke ich erstmal. Nochmal eine sehr schöne Quintessenz dessen, was du auch gesagt hast, Christine, dass wir oft als Wissensgeberinnen, Wissensgeber sehr darauf fokussiert sind, unsere Message rüberzubringen, nenne ich es jetzt mal, und dabei zu wenig auf die andere Seite hören, was braucht es denn beim anderen? Also genau das, wie du jetzt geschildert hast, wie du eigentlich vorgehst und was du, Hans-Martin, vielleicht vorhin auch gemeint hast, ne, mit dieser, wir konzentrieren uns zu sehr auf den teilenden Part und wenig auf den empfangenden Part. Vielleicht ist das ja auch so eine ganz wesentliche Botschaft, wenn es ums Wissen teilen geht. Von daher war das nochmal jetzt ein sehr schöner ich bin mit dem Wörtchen Abschluss schon wieder zu früh. Elke, du hast gerade noch in den Chat geschrieben, im Lernen gibt es die neue Rolle der Lernbegleiter. Magst du kurz erklären, in welchem Zusammenhang? Oder? Ja, das fiel mir spontan ein auf das, was Christine Block gerade noch gesagt hatte, zu ihrer Rolle, wie sie sich versteht. Also zum einen kam mir direkt die Assoziation, sie ist im Grunde eine lernende Organisation, die permanent reflektiert, was sie tut, passt das noch, passt das nicht. Und wenn man so eng drin ist, dann fällt einem das eher schwer, da mit Abstand drauf zu schauen, was war anders. Aber in dem anderen Bereich gibt es tatsächlich einen Wandel, der so langsam anfängt, aber noch nicht besonders weit gediehen ist, wo man eben davon ausgeht, dass diejenigen, die etwas an Menschen oder Menschen nahe bringen, im Grunde nicht mehr die sind, die Lehrer sind, sondern nur noch Lernbegleiter. Denn Lernen findet bei den
Personen statt und es ist egal, ob das in einem Unternehmen ist, in der Schule oder wo auch immer. Das Lernen findet immer bei der Person selber statt, also bei dem Lernenden. Und Lehrer und Lehrerinnen, egal ob in Weiterbildung oder in anderen, entwickeln sich tatsächlich dazu, dass sie aus diesem Riesenschwung, den es irgendwo gibt, die vielleicht interessanten Dinge zusammenstellen, es zur Verfügung stellen und im Grunde nur Begleiter sind und nicht mehr das Wissen gepachtet haben. Ja. Ja, Frau Nicke, genau das ist dieser sehr, danke für das Wort, einfach diese Infiltration nochmal. Das ist genau das, wie ich das auch verstehe. Also ich bin kein, bei mir steht zwar Beratung drin, damit man es versteht, aber eigentlich sehe ich mich als Begleiter. Es geht darum, Organisationen, Menschen, Teams in Organisationen zu befähigen, sie so zu inspirieren, Impulse zu geben, dass sie mit dem, was ich an meinem Wissen reingebe, anknüpfen können und für sich verarbeiten, lernen, weiterentwickeln, was auch immer für sie sinnvoll ist, damit zu tun. Dabei begleite ich einen Weg, also eine Zeit lang, und irgendwann können die hoffentlich alleine laufen und haben das selbst für sich so verarbeitet, sagen sie, liebe Frau Block, es war schön mit Ihnen, aber jetzt dürfen Sie auch gehen. Und das ist so mein Anspruch. Also nicht immer wieder dabei zu sein, sondern das Laufen, Lernen gemeinsam, sich zu inspirieren, gemeinsam Dinge zu entwickeln und dann zu sagen, jetzt braucht ihr mich nicht mehr, jetzt könnt ihr selber gehen. Das ist ein total schönes Bild. Vielen Dank dafür. Ja, dann auch von unserer Seite ganz, ganz herzlichen Dank für diese inspirierende Lernbegleitung heute Vormittag. In der Tat, also vielen Dank an dich, Christine, für den tollen Input, aber auch danke an die schönen Fragen und Diskussionspunkte. Ja, das war wirklich inspirierend und eine wunderbare Live-Session für unseren WMOOC. So viel von unserer Seite und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag und eine schöne Restwoche und dann hoffentlich bis nächste Woche. Genau, tschüss. Ganz vielen Dank, Dankeschön. Christine. Toller Vortrag. Danke, vielen Dank.